Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde, und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Raw-Review. Diesmal wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Dienstagabend, wie wir es auch meistens sonst versuchen hinzukriegen oder wie wir es immer versuchen hinzukriegen, gelingt uns auch meistens, so auch heute. Es steht dran, Raw-Ausgabe Nummer 1155. Und ja, wie soll ich es vorwegschickend sagen? Eine, ich sag's mal, interessante Ausgabe, die in vielerlei Hinsicht oder in vielen Segmenten differenziert wahrgenommen wurde. Ich nehme als Beispiel einfach nur, ohne es jetzt hier in der Tiefe zu besprechen, bevor ich das aber mache, fällt mir ein, die Höflichkeit geht mit mir schon wieder fast durch, besser gesagt, meine Euphorie geht durch. Ich habe ja ganz vergessen, meinen heutigen Mitstreiter zu begrüßen. Comeback-Teaser sind dazu da, manchmal auch ein bisschen was anzuteasen, um die Spannung hochzuhalten. Deswegen an meiner Seite heute wieder der JME, der Jens. Schönen guten Tag. Ja, jetzt haben ja, vielleicht einige gedacht, du bist es ja, nicht. Ja. Wir sind sie nicht bei WWE. Nein. Wieso? Wie meinst du das? Weil wir nicht was ankündigen und dann mehr oder weniger gefühlt 2 Stunden später bringen wir es. Ich wollte gerade sagen, also der Spannungsbogen wird bei uns schon ein bisschen intensiver und langfristiger aufgebaut. Ganz genau. Expect the unexpected, und hier hat jeder damit gerechnet, dass heute was Besonderes kommt, und das Besondere ist, dass nichts kommt. Ja, insofern, wir können auch Erwartungen enttäuschen wie die WWE, nur wir machen das ein bisschen anders. Jens, ich sagte schon, man kann über diese Raw-Ausgabe viel sprechen, wir werden das auch tun, auch viel streiten, denke ich mal. Ein Beispiel ist, ich nehme es mal kurz vorweg, ohne es wirklich in die Tiefe jetzt zu bringen, das sogenannte Diven-Segment. Die Offiziellen der WWE, du hast gerade die News rausgebracht, waren durch die Bank weg begeistert. Die Fans in der Halle, so wie ich es wahrgenommen habe, eigentlich auch. Das Internet durch die Bank weg positiv. Meltzer fand es, ja, geht so. Alvarez fand es sogar ziemlich schwach. Und auch wir beide, das sei angedeutet, gehen nicht in jeder Hinsicht bei diesem Segment d'accord. Also hier ging's hoch her. Wie war dein Eindruck von der Show erstmal? Ja, alles in allem okay. Ja, Lesnar und sicherlich die Dieben waren sicherlich das Highlight. Abgesehen davon war es jetzt auch nicht der Brüller. Sind wir ganz ehrlich. Also es gibt Sachen, die waren ganz okay, wie zum Beispiel um den US-Teil, die waren sogar gut, aber in diesen Sachen, wie du es jetzt schon angedeutet hast, sowohl bei den Dieben als auch bei dem ganzen US-Teil geschehen, gibt es, wenn man so ein bisschen den näheren Blick darauf wirft, auch Sachen, die irgendwie komisch sind. Sag ja, mal so. Also du hast es schon gesagt, jetzt Dieven habe ich ja angesprochen, und beim US-Title habe ich sogar ein, zwei mehr Sachen, die man da in der Tat kritisch sehen kann. Aber dann haben wir was, worauf wir uns heute freuen können. Intensive Diskussion vom emotional langsam oder leidenschaftlich langsam abbauenden JME, wie ich heute gesehen habe im Thread. Früher seist du viel emotionaler gewesen. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ist das mein beruhigender Einfluss, aber wir werden gucken, vielleicht wirst du ja heute nochmal kurz durchdrehen. Es gibt hier ein, zwei Segmente, wo man in der Tat, wo einem die Hutschnur platzen kann, aber dazu später mehr. Erstmal gehen wir chronologisch wie immer in die Show rein, und es begann mit einem verschrotteten Auto, möchte ich beinahe sagen, und einem Paul Heyman, der zusammen mit Brock Lesnar an den Ring kam, und ja, ich will es nicht sagen, aber fast sowas wie eine Standard-Promo gehalten hat. Rollins sei ein kleiner, schleimiger Dieb, der Lesnar platt gemacht hat, der Lesnar den Titel gestohlen hat, hinterrücks. Er hat aufgezählt, wie Lesnar auftritt, wenn er ein Herausforderer ist oder wie er als Herausforderer in der Vergangenheit aufgetreten ist. Er hat sie alle geplättet, unter anderem eben auch John Cena letztes Jahr beim SummerSlam, The Rock oder auch Randy Couture. Er hat da alles Mögliche an Beispielen auch genannt. Das ist ja alles auch richtig und wichtig. Und wenn es jetzt am Sonntag zu Battleground kommt, wird eben Rollins auch diesmal Lesnar-mäßig geplättet werden. Und Lesnar geht als Herausforderer rein, aber er wird ganz sicherlich nicht als Herausforderer aus dem Match wieder rausgehen. Klare Worte, was soll Heyman auch anderes sagen? Rollins hat sich diesmal auch blicken lassen in Begleitung von Kane.
hat gesagt, ja, du bist eigentlich ein ganz schöner Feigling, dass du hier deine Wut an leblosen Gegenständen auslassen musst und so weiter und so fort. Rollins hält entsprechend, um den Konsens dann mal rauszubringen, dagegen, dass er gegenhalten wird und sogar verspricht, dass er am Sonntag Suplex City niederbrennen wird. Daraufhin hat Lesnar ziemlich entspannt und cool reagiert und einfach nur gesagt, das Einzige, was er überhaupt gesagt hat, seit Ewigkeiten, I could take you to Suplex City tonight, bitch, rausgepiept, wie sich das gehört und so weiter. Kane hat dann auch was gesagt und ein Vertragsunterzeichnungssegment angekündigt. Daraufhin hat dann Heyman gesagt, das war eigentlich ganz putzig, Baby Brother of the Undertaker und solche Geschichten. Ja, von mir aus kann man mal bringen. Und am Ende war dann eben klar, das Vertragsunterzeichnungssegment wird dann das Highlight der Show bilden. Ja, es war den Main Event der Show besser gesagt, es war ein ordentliches Segment, es war länger und es war auch nicht so feurig wie letzte Woche. Zumindest habe ich so empfunden. Jens, wie war es bei dir? Das ist halt ein bisschen das Problem, weil es, ich meine, die ganze Storyline bezieht sich ja nur darauf, auch wieder, und ich glaube, gefühlt im vierten Monat hintereinander, dass es darum dreht, ob Seth Rollins irgendjemand haben wird, der ihn unterstützt. Und jetzt war Lesnar halt mal ein bisschen öfters da, und ansonsten gibt es keinen Storyline-Hintergrund, und natürlich erzählt er dann immer das Gleiche. Genau. Und natürlich passiert dann immer das Gleiche, und das ist jetzt noch nicht mal so schlimm, wenn man das einigermaßen kurz hält. Und hier waren es wieder, ich bin mir nicht sicher, wie lange es jetzt wirklich war, aber mal gucken, ob ich das rauskriege. Aber es war auf jeden Fall über 15 Minuten. Und immer wenn es dann Richtung 20 Minuten geht, ist das meistens das Glück. Es war gute 18 Minuten, glaube ich, wenn nicht gar 19 fast. Ist dann meistens ein bisschen zu lang. Ja. Aber ich meine, okay, ich meine, es gibt tatsächlich wirklich Schlimmeres als eine zu lange Paul Heyman-Promo. Ich wollte gerade sagen, lieber eine zu lange Paul Heyman-Promo als zum 100.000. Mal Hunter und Stephanie McMahon oder was auch immer man da teilweise uns auch schon geboten hat. Ich wollte das auch nicht zu kritisch sehen, aber man merkt eben auch bei großartigen Promos von Heyman, wenn storyline-mäßig nicht viel drinsteckt, auch da nutzt dann irgendwann das Ganze. Das Problem ist einfach, die Story, also die Promos von Paul Heyman sind meistens, also die sind grundsätzlich immer gut, beziehungsweise sehr gut, brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Aber die richtig großartigen, sie sind meistens, wenn irgendwie eine neue Entwicklung war, soll heißen, ja. Nachdem er die Streak gebrochen hat, nachdem, oder eben am Tag nach WrestleMania, nach WrestleMania 31, und ansonsten wiederholt sich das dann immer nur noch ein paar Wochen. Und so ist es hier halt auch. Ich meine, es kommt eine gute Promo und die wiederholt sich dann. Und das ist halt einfach das Problem. Also es ist nun mal leider so, dass wenn man eine großartige Promo mehr oder weniger dreimal aneinander hört innerhalb von 3 Wochen, dann ist sie beim dritten Mal meistens auch nicht mehr ganz so großartig. Richtig. Insofern war das ein Stück weit absehbar. Wir nehmen es ja auch in Kauf. Und das ist ja auch nicht der Hauptkritikpunkt, an dem man sich hier aufhängen kann. Es war ein ordentlicher Beginn. Gibt es auch nicht viel dran zu mäkeln. Weiter ging's mit zwei Ankündigungen. Einmal wird heute Dean Ambrose noch gegen Bray Wyatt kommen, das Match. Und dann stand uns noch ein All-Star-Game bevor. Sheamus und Big Show gegen Sheamus und Big Show gegen Randy Orton und Ryback. Na, wenn das schon ein All-Star-Game ist, dann gute Nacht, liebe WWE, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Ich meine, Ryback und Big Show, das ist ja schon die Creme de la Creme der Liga. Auf jeden Fall stand das Match auch dann als nächstes auf dem Programm. Randy Orton und Ryback haben, ich will nicht sagen standardgemäß, aber sie haben gegen Sheamus und Big Show gewonnen, nachdem Ryback Sheamus pinnen konnte. Das Ganze ging 15 Minuten. Es war ein Match, wie man das unter diesen gegebenen Voraussetzungen auch erwarten kann. Mir ist nur aufgefallen, dass unser guter Ryback immer mehr zum Klippenspringer wird. Der hüpft ja übers oberste Seil aus dem Ring mittlerweile raus. Sein Finisher scheint da auch irgendwie zu variieren. Neben dem Shellshock kommt jetzt der Big Splash vom obersten Seil. Also das ist, also der wird hier noch zum Cliffhanger oder Cliffdiver. Das Match, ich habe schon angehört, es war jetzt in Ordnung, war jetzt nicht wirklich toll, nicht wirklich schlecht, zumindest habe ich so wahrgenommen. Das Finish war so, dass Sheamus eigentlich am Drücker war und sein Finisher andeuten wollte. Daraufhin kam dann, wie von den Fans, frenetisch gefeiert. Ich bin immer noch entsetzt, oder ich nehme es mit einer gewissen
Verwunderung zur Kenntnis, wie over Randy Orton immer noch stellenweise ist mit seinem RKO. Der kam dann auch out of nowhere, hat sich aus dem Ring gerollt. Dann hat Ryback nach seinem Top Rope Splash den Sack auch zugemacht. Kleine Nebengeschichte war der nervige The Miz, der sowohl Ryback als auch Big Show immer von außen mit dem Mikrofon bepöbelt hat, bis Big Show ihn verjagt hat. Fast hätte Big Show ihn auch noch gekriegt, weil The Miz gestolpert ist. Ja, und somit sind wir jetzt alle sehr gehypt auf Orton gegen Sheamus, oder? Oh ja, ja. Ach, was soll's. Shitstorm incoming. Lass die Leidenschaft raus. Ich bin so durch mit allen fünf. Ja. Ich bin auch so durch mit dem Booking. Man pinnt hier nicht Big Show, der bestenfalls könnte man sagen, okay, eine Herausforderung auf den IC-Titel pinnt man nicht, aber Sheamus ist der Typ, der den Money in the Bank Koffer hat. Und der wird gebuckt wie jeder andere, der einen Money in the Bank Koffer hat. Er ist nur ein Mid-Carder, der diesen beschissenen Titel hält und verliert ansonsten auch mindestens 50% seiner Matches. Und ja, okay, jetzt müsste man abwarten, wie das denn jetzt beim Pay-Per-View läuft, ob jetzt Sheamus beim Pay-Per-View gegen Orton gewinnen kann, dass du sagst, er bekommt seinen Sieg wieder zurück. Wahrscheinlich wird es so werden. Aber ich hätte das hier, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das Match war okay, könnte man sagen. Aber selbst okay, es hat mich einfach nicht interessiert. Mich interessiert keiner von den Fans, um ganz ehrlich zu sein. Ja, geht. Wenn das der Standard ist von WWE, dann, also wenn wirklich nur Leute dieses Kalibers da rumrennen würden, würde ich auch kein WWE mehr schauen. Also, die sind mir wirklich alle fünf so vollkommen egal. Das ist schon nicht mehr feierlich. Obwohl man ja sagen muss, Sheamus ist ja noch nicht mal schlecht und Randy Orton auch nicht. Nein, aber Sheamus wird immer runtergekühlt. Ja, Sheamus, der hatte nach seinem Comeback, war das echt nicht verkehrt, aber er ist auch just a guy mittlerweile. Ja, natürlich. Und er hat auch für mich nicht sonderlich Unterhaltungspotenzial. Nee. Genau wie Randy Orton, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist, die sind beides gute Wrestler, aber es gibt auf dieser Welt gefühlt 100 Wrestler, die besser sind als die beiden. Aber auch ansonsten, keine Ahnung, das ist. Die sind halt da. Ich habe nichts dagegen, dass die da sind, aber definitiv kein Grund, irgendwas einzuschalten. Naja, du hast schon gesagt, wenn das der Standard ist. Nein, es ist das All-Star-Match. Also das sind schon die Superstars der Liga. Ne? Also. Ja, nee, ging mir auch so. Ich habe das über mich ergehen lassen. Orton, ich komme mit dem Jungen einfach auch nicht mehr wirklich klar. Er ist immer noch over, zumindest sein RKO, muss man ja fast sagen, ist mittlerweile mehr over als er. Ach ja, und Sheamus, ja, man muss auch dazu sagen, ich glaube, es ist auch das Problem, wenn man das ganze Produkt jetzt so lange verfolgt, wie das nun bei uns der Fall ist. Und jetzt hast du Randy Orton und Big Show, die sind nun ja seit der eine seit 13 Jahren, der andere seit über 20 Jahren dabei und man sieht sie wirklich fast jede Woche. Und selbst wenn du die zwei Monate mal nicht siehst, weil eigentlich gehören ja Orton und Big Show sind ja noch gar nicht so lange zurück in den Shows. Aber man hat echt das Gefühl, man sieht den jahrelang wirklich jede Woche mindestens zweimal zu und irgendwann kommt von denen auch nichts mehr Neues. Und egal, ob jetzt Randy Orton Heel oder Face ist, es ist immer derselbe Charakter. Ich weiß gar nicht, warum die Leute so John Cena immer so scheiße finden, dass er seinen Charakter nicht weiterentwickelt. Das hat Randy Orton auch nicht getan. Bestenfalls einmal in seiner Karriere oder, naja, man könnte sagen zweimal in seiner Karriere, aber ja, es ist alles Jahre her und sind die tot für mich. Ja, dem kann ich auch nichts mehr ergänzend hinzufügen. Machen wir lieber weiter. Ja, und dann wurde so ein bisschen, das kam immer wieder während der Show mal durch, angeteased, dass da wohl noch irgendwas passieren würde. Nämlich Seth Rollins und Kane wurden diesmal Backstage gezeigt und Rollins wirkte nicht wirklich chillig und sagte, ja, was ist denn hier, ob der Plan heute, da muss ja noch irgendwie was passieren und was mit Noble und Mercury passiert, ist ja nun auch nicht so toll, also da wirst du doch wohl hoffentlich auch irgendwie eine tolle Planung in der Hinterhand haben. Kane war da ziemlich genervt und meinte, nun bleib mal ein bisschen entspannt, sonst wird das mit dir auch noch ein übles Ende nehmen. Ja, habe ich dann mal so hingenommen, keine Ahnung, Rollins als nervöser Champion, Kane als der den Plan haben soll. Ich habe es nicht wirklich verarbeitet. Zumal auch, dass das Endsegment, ja? Vorsicht, Spoiler. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was der großartige Plan war. Ja, gut, jetzt, danke. Ich wollte mir das bis zum Ende aufbewahren, weil ich wollte jetzt irgendwie auf die große Auflösung hin. Vielleicht hast du sie verstanden. Ich habe sie nämlich auch nicht verstanden. Aber da können wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es dann soweit ist, weil da habe ich auch so viel oder eine Sache, die mich so unglaublich genervt hat, aber wir wollen dem ja nicht vorgreifen.
Erstmal soll jetzt das große Match zwischen Dean Ambrose und Bray Wyatt stattfinden. Hat man auch schon ein paar Mal gesehen, auch bei Pay-Per-Views. Ich meine, so um die Jahreswende hat damals Dean Ambrose die Fehde gegen Wyatt ziemlich clean und eindeutig auch seinerzeit verloren. Die Matches waren aber trotzdem okay, das will ich gar nicht schlecht reden. Aber zu diesem Match kam es gar nicht. Denn als Bray Wyatt seine Entrance gemacht hatte, wurde er hinterrücks von Roman Reigns angegriffen. Und danach auch nach allen Regeln der Kunst mehr oder weniger deutlich auseinandergenommen. Wyatt kam eigentlich gar nicht wirklich zum Zuge oder hat irgendwie ein Comeback geschafft. Der Superman-Punch kam und auch einiges sonst. Dann flog Wyatt aus dem Ring, hat sich aber relativ schnell berappelt und Reigns mit der Laterne 1 übergezogen und konnte dann das Weite suchen. Ja, Reigns als entschlossener, aggressiver, ich will nicht sagen Bad Guy, das wird hier zu weit gehen. Badass eher schon, aber auch das nicht wirklich, aber zumindest entschlossen und er hat mal auf den Putz gehauen. Kann man so machen, oder? Ja, grundsätzlich war das schon okay. Aber wie gesagt, das ist eigentlich Woche für Woche okay. Also das große Prickeln ist da auch nicht da. Zumindest jetzt für mich nicht. Für viele andere schon. Also wenn wir jetzt ein bisschen in die markige oder Fanboy-Ecke gehen. Aber ja, nee, es ist schon okay soweit. Trotz allem muss ich auch immer wieder dazu sagen, wenn du Roman Reigns in längeren Interviews siehst, ich glaube, der hat jetzt irgendwann war wieder mal so ein Sit-Down-Interview oder so, spätestens dann wirkt er absolut nicht mehr wie ein Bad Boy und selbst spätestens dann, weil ich glaube, er ist ja auch tatsächlich, ich glaube, ein netter Typ, aber zwangsläufig macht man ihn dann eben halt zum John Cena auch so, weil er eben ein netter Typ ist. Er wirkt einfach nicht wie ein Batista oder er wirkt nicht wie ein Undertaker. Und dementsprechend glaube ich, und ich kann es mir nicht vorstellen, oder zumindest bin ich mir relativ sicher, dass ein Teil der WWE-Fans ihn immer scheiße finden wird. Egal, was man tut. Weil er einfach nicht wie ein wirklicher Badass rüberkommt. Spätestens wenn er, und da kann er auch am Mic, sobald er mehr als zwei Sätze am Mic sagt, ist es vollkommen aus. Wirkt er einfach nicht mehr so. Aber da könnte ja tatsächlich dann die große Tragik von Roman Reigns liegen, dass die einzige Chance eigentlich darin bestünde, ihn als Badass-Typ darzustellen, aber dass er es einfach in der Form vielleicht dann doch nicht rüberbringen kann, weil er einfach ein zu netter Kerl ist, also im wirklichen oder im Ja, Interviewleben nee, er ist sozusagen. halt, wenn er versucht, dann zu reden und so, wirkt er eben halt dann auch immer relativ weich. So einfach ist das. Er wirkt dann hast du noch, dann, er hat ja jetzt auch Kontaktlinsen. Er hat ja eigentlich braune Augen. Bei WWE geht man ganz auf, wir machen jetzt den Typ, auf dem die Mädchen pflegen und verpassen ihm blaue Kontaktlinsen. Er sieht absolut nicht aus wie ein Bad Guy. Nee, das stimmt. Das Und stimmt. dementsprechend wird er von einem Teil der Leute immer abgelehnt werden. Und dann ist das Problem, okay, er sieht nicht unbedingt aus wie ein Bad Guy, aber er kann es jetzt auch nicht übertünchen durch tatsächlich jetzt viel Charisma. Ich meine, The Rock war auch als Babyface, ja, zumindest dann, ja, nee, das kannst du auch nicht sagen. Selbst zu seinen Hochzeiten war er eigentlich, selbst als Babyface der arrogante Penner. Ja, das Jetzt ganz genau stimmt. nehmen, das kann man also auch nicht unbedingt sagen. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn man mit Roman Reigns nicht dann doch seine Darstellung ein bisschen ändert, wird man da seine Schwierigkeiten haben. Aber Was jetzt noch nicht mal was mit dieser Fehde hier zu tun hat, aber wie will keine man Ahnung. denn Roman Reigns Darstellung wohin denn ändern? Babyface hat nicht geklappt. Was bleibt denn da noch? Nee, ja, man versucht das jetzt weiter, aber ich glaube, er hat sich dann auch schon relativ abgekühlt. Er ist halt genauso nur ein Typ wie fast alle anderen. Also so wirklich Leute, die herausstechen, gibt's halt nicht. Nee. Das ist nun mal. Ich weiß auch nicht, wie man es bei Reigns noch ja, ändern kann. Also, ich dachte, Also der Badass Turn könnte es, oder was er bei Shield früher dargestellt hat, könnte es nochmal werden. ja, Aber aber du hast genau das recht. ist der Punkt. Damals bei The Shield hat er so gut wie nicht gesprochen. Ja, genau. Das meine ich. In den Interviews muss er sprechen als Single-Wrestler und als Star der Liga. Und er Und muss da eben halt auch viel sprechen. Es gibt keinen, der nicht viel spricht. beißt sich die Katze an den Schwanz. Das wird in der Tat sehr kritisch. Und als Babyface, das Experiment ist ja nun mal voll gegen die Wand gegangen. Es wird nicht einfacher für Reigns. Das ist wohl so. Auch der Versuch, ihn zum Badass Terence Hill zu machen mit den blauen Kontaktlinsen hat nicht hingehauen. Nee, ich glaube, er kommt bei einem gewissen Teil dann schon gut an, aber das ist halt ein gewisser Teil, das ist das gleiche Problem wie bei John Cena. Um ganz genau zu sein, glaube ich einfach, dass sich's immer weiter herauskristallisiert, dass durch die Art, wie WWE ihre Leute darstellt, dass du eine einzelne Person ist kein Tor mehr. Was zieht, ist WWE. Die Leute gehen hin, um WWE zu sehen, um die WWE-Leute zu ziehen, aber du hast keine Casual-Fans, die sagen, okay, jetzt kämpft der und der, dafür kaufen wir jetzt irgendwas. Das ist einfach nicht mehr der Fall.
das Große und Ganze und drumherum und ja, alle in dem Sinne ziehen, aber nicht mehr, dass du eine einzige Person hast, die wirklich ein Tor ist. Sehe ich auch in John Cena nicht, um ehrlich zu sein. Aber das heißt ja, dass die WWE alles richtig macht, wenn sie Stephanie und Hunter als die eigentlichen Stars der Liga immer wieder darstellt. Das glauben sie vielleicht. Apropos Stephanie McMahon und Star der Liga. Wir kommen jetzt zu einem der, ja, ich sag mal, wohl umstrittensten Segmente dieser Raw-Ausgabe, nämlich dem Diven-Segment. Es fing so an, dass zunächst die Bella-Zwillinge mit Alicia Fox im Ring waren und Nikki erstmal erzählt, dass sie ja schon ganz, ganz lange Champ ist, 232 Tage. Sie hat die WWE Diven-Division im Grunde vollkommen im Griff. Sie besitzt sie sozusagen und hat auch alle Entscheidungsfreiheit in ihrer Gewalt. Daraufhin kam Stephanie McMahon an den Ring. Die sah irgendwie ganz, ganz merkwürdig aus diesmal. Also Panzer irgendwie, ganz komisch. Und hat erstmal erzählt, so pass mal auf. Ich mach erstmal deutlich, dass du hier gar nichts entscheiden kannst, sondern wenn, dann bin sowieso ich das. Und überhaupt, wir erinnern uns ja, die US-Mädels haben ja die Fußball-FIFA-Weltmeisterschaft gewonnen. Deswegen sind Frauen noch überall auf dem Vormarsch. Ja, kann sein, ich verstehe jetzt trotzdem nicht, was das hier jetzt unbedingt mit der WWE zu tun haben soll. Und kam dann darauf, Paige in den Ring zu holen. Die kam dann auch brav dazu. Und jetzt wurde es dann langsam für mich ein bisschen kritisch. Ja, also es muss sich hier was tun. Es soll auch eine Revolution kommen. Paige hat es versucht, aber ihr Mut alleine hat nicht ausgereicht. Deswegen wird jetzt hier die Revolution von oben sozusagen angeordnet. Und sie hat dann Becky Lynch. Die hat schon ordentliches, doch ziemlich gute Pops bekommen, muss ich sagen. Und danach noch, nachdem sie den Ric Flair-Move so ein bisschen angedeutet hat, Charlotte an den Ring geholt. Charlotte hat unglaubliche Pops gekriegt, zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe. Das war richtig, richtig gut. Und hat dann deutlich gemacht, so, Nikki, Brie und Alicia, ihr habt jetzt mit diesen drei Mädels eine neue Konkurrenz bekommen. Daraufhin kamen dann Naomi und Frau Snuka, Tamina, an den Ring und wollten auch noch ein Wörtchen mitreden. Stephanie hat ganz souverän reagiert. Ja, super, dass ihr kommt. Ich hätte euch sonst noch dazu gerufen. Denn wir haben noch eine Dame am Start, die sich selbst den Boss nennt. Da war schon richtig Stimmung. Und hat dann Sascha Banks dazu geholt. Sascha Banks kam unter, ja, ich sag auch guten Reaktionen, nicht so gut wie bei Charlotte, kam aber an den Ring und hat dann auch sich gleich zu den beiden anderen Damen, Tamina und Naomi, gesellt. Und dann hatte man drei Dreiergruppen sozusagen im Ring. In der Mitte standen dann die Bellas mit Alicia Fox. Die wollten dann ganz elegant sich von dann machen. This is Awesome Chance gab es da auch. Das hat aber nicht geklappt. Es gab dann stattdessen einen Brawl von neun Mädels im Ring. Das war, fand ich, nicht schlecht. Der sah ganz gut aus. Highlight des Brawls war, dass alle NXT-Mädels entweder ihren Finisher bzw. irgendwelche Submission-Moves angesetzt haben und die Halle war begeistert. Natürlich gegen die Nikki, Brie und Alicia Keys-Fraktion. Die wurden aus dem Ring geschmissen und am Ende haben wir dann die besagte Fraktion, oh Gott, kriege ich zusammen, Sascha Banks, Naomi und Tamina gegen Paige. Oh Gott, ich komme ein bisschen durch den Tüdel. Gegen Paige, oh, Charlotte und Becky Lynch. Wollen wir mal alles so hinkriegen. Und ein Stare-Down wäre cool gewesen. Leider ist es ein Mädelskrakeel geworden im Endeffekt. Wir haben ein bisschen rumgeschrien. So, das war das Segment. Ich gebe mal ganz kurz meinen Senf zum Besten, dann übergebe ich an dich. Denn ich fand dieses Segment eigentlich richtig, richtig gut. Allein schon diese drei Mädels dazu zu holen, hat in der Halle für Stimmung gesorgt. Auch der Brawl war auch in Ordnung. Du wirst mir gleich erzählen, warum man da das auch anders sehen kann. Was mich unglaublich genervt hat, und da komme ich auch nicht von runter, wenn man die Bellas und Alicia Fox als alles dominierende Stable hat und Paige, die das irgendwie nicht hingekriegt hat, meine Güte, wenn ich da eine glaubwürdige, in Anführungszeichen, Revolution lostreten will, dann finden sich doch die Mädels selber und gründen ein Stable und wollen jetzt hier für Gerechtigkeit oder was auch immer gegen die Dominanz eintreten. Das kann doch nicht Revolution von oben irgendwie angeordnet werden. Das fand ich so daneben. Jetzt sieht es aus wie Stephanie McMahon, die große Strippenzieherin, teilt wie beim Völkerball in der Schule die Teams ein und sagt, ihr macht jetzt gegeneinander irgendwie großen Stress. Das ist doch sowas von bescheuert. Und das ist eben der
ja doch etwas größere Schatten, der auf dieses Segment fällt, das ich ansonsten wirklich gut fand. Aber das ging einfach gar nicht. Und nun bin ich auf Jens gespannt. Ja, ich setze einfach an den Punkt an, wo du auch schon warst. Das ist natürlich, also grundsätzlich fand ich ja das Segment gar nicht schlecht. Und die drei neuen Dieben haben gute Reaktionen bekommen und das ist alles gut. Also ich kann durchaus schon verstehen, wenn alle, die das gut fanden. Aber wie du bereits sagst, erstens, es geht absolut überhaupt nicht, kein Stück Stephanie McMahon dort als Babyface hinzustellen. Das geht einfach nicht. Da bekomme ich das Kotzen nach 2 Jahren Authority und Heels Und Bella Baby. gepusche. Ja, ja, das ist ja, kommt ja noch dazu, aber nach, keine Ahnung, nach Faces runtermachen und bla bla bla. Und dann stellst du dort Stephanie McMahon hin. Und warum tust du das? Weil Stephanie McMahon natürlich für die WWE, für den Konzern WWE, die Vorreiterin ist, was starke Frauen angeht. Ja. Stephanie McMahon. Und die muss, und deshalb muss die jetzt dorthin gehen und muss ja die Diven Division ändern. So sozusagen. Da ist es auch vollkommen uninteressant, dass vor 2 oder 3 Wochen Stephanie McMahon noch eindeutig auf der Seite der Bella stand. Also es war jetzt absolut kein, gibt gar keinen Grund, warum Stephanie McMahon in diesem Segment gegen die Bellas turnt, wenn man so sagen will. Dann hast du einfach das Problem, das ist genau wie bei Triple H, der Lesnar zurückgebracht hat, oder die, wo die Lesnar zurückgebracht hat. Die sind im Grunde Babyfaces. Das geht überhaupt gar nicht. Ja. Und das ist auch eine Darstellung, wo ich sage, die beiden nehmen sich wichtiger als das gesamte Roster. Am Ende sind das Heels, die keine Heels sein wollen, sondern die auch gerne bejubelt werden wollen und gerne von allen bewundert werden wollen. Das sind Hunter und Stephanie McMahon. Und da, eben dann im das große Gegenteil zu Heels wie, keine Ahnung, Vince McMahon zum Beispiel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist komplizierter. Also erstmal habe ich mich gefragt, Paige an die Seite oder Paige, Charlotte und Becky Lynch an die Seite von Paige zu stellen, gar kein Problem damit. Ich meine, das ist das, was wir erwartet haben und grundsätzlich gibt es bessere Arten für ein Debüt sicherlich, aber es gibt eindeutig schlechtere Arten, das wäre alles okay gewesen. Aber Sasha Banks an die Seite von Naomi und Tamina, what the fuck? Warum? Was soll das bezwecken? Tamina und Naomi sind genauso ein Problem der Team Division, die sind beide nicht wirklich gut. Naomi ist wenigstens noch athletisch, aber Tamina ist ein Totalausfall. Auch wenn das viele nicht sehen, aber es ist halt einfach so. Die ist, ich glaube, 37, 38 und ist grün as fuck. Ja. Darüber hinaus ist noch das Problem, was macht denn das Frauenwrestling bei NXT so gut oder so anders als im Main Roster? Das ist eine rhetorische Frage, aber du darfst dich gerne an einer Antwort probieren. Was das Diven Wrestling bei NXT oder das Mädels Wrestling bei ja, NXT oder, besser ja, macht? Ja, genau, die ganze Division anders macht. Also ich hätte erstmal gesagt, dass die Matches deutlich besser sind als im Main Roster und auch die Art und Weise, wie die Storylines aufgezogen werden. Ja, man legt einfach den Fokus auf was anderes. Genau. Der Fokus, es geht um den Titel. Es geht um ja, das sind Frauen, die haben Storylines. Natürlich sind die Storylines dort auch manchmal dumm und auch manchmal Mädchengemache bei NXT, ist aber nicht die Frage. Aber dort wird das als große Sache dargestellt. Ja, als Competition, ne? Als Wettbewerb. Und generell, dort ist es legitim, die in einen Co-Main-Event oder in den Main-Event der Shows zu stellen. Eine Storyline der Frauen ist, keine Ahnung, meistens laufen 3 oder 4 größere Storylines bei NXT und die sind so genauso wichtig wie wie die Storyline um den World Title und meistens wichtiger, also um den NXT Championship ist ja kein World Title, aber um den NXT Championship und meistens wichtiger sogar als die um die Tag Team Titles. Es ist also die Division wird generell wichtiger genommen. Nun hast du schon das Problem, war das hier irgendwie anders als jedes andere Diven Segment, was du kennst? Nein. Genau. Wie kann das, was wir gestern gesehen haben, der Wendepunkt für die Diven Division sein? Ein stinknormales Steven-Segment, wie es jemand kennt. Dann hast du noch das Problem, da wird eben jetzt gesagt, ja hier, Ronda Rousey und die Fußballnationalmannschaft der Frauen und das war noch, ich glaube hier... Irgendwie hier Williams, ja genau. Richtig. Da gewonnen hat. Das Problem ist, die werden als Stars dargestellt. Kam da irgendjemand da, die Zuschauer da alle haben sie erkannt. Da war das kein Star, nein. Bestenfalls Charlotte, aber auch das nicht.
Genau, dann ist das Problem. Wenn du alle drei auf einmal bringst, hast du schon das Problem, die zu etablieren. Du hast jetzt genügend Leute, die nicht NXT gucken, fragen sich, okay, was soll ich an den dreien jetzt so toll finden? Das ist schon der Punkt. Warum soll ich die jetzt toll finden? Warum ist Charlotte toll? Weil die Jobs verteilt wie ihr Vater und alle wohnen können? Du meinst quasi für den Casual-Fan waren es jetzt just three other Natürlich, girls. Ja. einfach, nichts hat sie unterscheidet von allen anderen. Ja, Und das auch ist. der Brawl war nicht anders als irgendwelche andere Dieben. Ja, und das Rumgezicke war auch gleich. Das stimmt. Das war ein 0815 Dieben-Segment. Und es war cool, die NXT-Dieben, weil wir sie erkennen und weil die drei sich's verdient haben und die haben auch einen Pop bekommen, aber war irgendwas davon anders als das, was man kennt? Nein, du hast schon recht. Das wird auch in den nächsten Wochen nicht anders. Weil um Gottes Willen, du änderst keine Dieben-Division mit den Bella Twins. Die Bella Twins sind scheiße. Und wenn du jetzt nicht damit anfängst, die Frauen um Charlotte und Paige und Co. irgendwann jetzt, keine Ahnung, in den Raw Main Event oder zumindest SmackDown Main Event zu stellen, sondern wenn es einfach nur wieder ein Segment ist mitten in der Show und selbst wenn die ein 10-Minuten-Match haben, wird sich diese Division nicht ändern. Du musst alle Personen ändern die Division nicht. Du kannst zwar Personen damit einsetzen, um eine Änderung zu bringen, aber generell musst du das gesamte Booking und die gesamte Darstellung ändern, sonst ändert sich nichts. Und das ist auch das Problem, werden jetzt auch viele sagen, meckern nur. Unter Garantie, wenn sich nicht irgendwas geändert hat, wird sich überhaupt mit den dreien überhaupt gar nichts ändern. Genauso wenig, wie sich für den Intercontinental-Teil was geändert hat. Das ist eine ähnliche Situation, wie vor SummerSlam mit diesem Ladder-Match, wo ja auch viele gesagt haben, oh, so geil das Match. Also, im Nachhinein fühle ich mich bestätigt. Ich meine, es ist lächerlich, sich bestätigt zu fühlen, aber genau das ist das Problem und hier sehe ich es auch. Ich wüsste nicht, so gern, wie ich die drei wirklich mag, wie sich irgendwas geändert haben soll. Und dass man Charlotte und Becky Lynch irgendwie passenderweise zu Paige stellt, zur Anti-Diva, finde ich okay. Aber Sasha Banks zu Naomi und Tamina ist der Tod. Das ist von Anfang an der Tod. In einer fernen Welt müsste Sasha Banks 5 Stufen über Tamina und Naomi stehen. Bei bestem Willen. Soll heißen, generell war die ganze Story, die man sich hier rausgezogen hat, absolut, ich weiß nicht, ob man es überstürzt hat, obwohl man hatte wochenlang Zeit, um sich das zu überlegen. War für mich schon absolut falsch. Das hätte man auch machen können, indem man mal ein paar Wochen Trish Stratus zurückbringt oder Lita. Lita war jetzt auch nicht wirklich gut, wird auch viel verklärt, aber du bringst eine von den beiden zurück und die kann natürlich nicht wresteln. Und steht halt auf Page-Seite und die bringt dann die zurück als praktisch als legitime Nachfolgerin von sich selbst. Was genauso gut gekommen wäre, bist du hättest dort nicht Stephanie McMahon gehabt. Oder du hättest ganz anders gemacht, du hättest eben halt das Ganze groß angekündigt, von wegen die Änderung der Diven Division kommt und wir machen alles ganz neu und hättest diesen ganzen Durchschnitt einfach erstmal aus den Show gehauen und hättest die als Valets eingesetzt. Und nicht mehr als Wrestlerin, weil eine Diven-Division ändert sich nicht durch drei Leute. Und jetzt mal ganz, ganz realistisch gesehen, auch wenn die Bellas besser geworden sind, willst du wirklich was verändern? Schreib die Bellas aus den Shows, schreib Naomi und Tamina aus den Shows. Ja, Naomi brauchst du noch nicht mal so lange aus den Shows schreiben, aber zumindest erstmal weg. Dann hast du Natalya, du hast Paige und du hast die drei Neuen. Damit bist du erstmal gut bedient. Weil der andere ist das, was die Diven auch repräsentieren. Also wie gesagt, ich sehe das alles viel, viel kritischer. Ich fand das Segment jetzt nicht schlecht, aber wenn ich finde es auch bezeichnend, wenn die Offiziellen wirklich geglaubt haben, dass das die Änderung der Demon Division war. Wie verblendet man sein muss, wie wenig man auch von den aktuellen Geschehnissen um Ronda Rousey und so verstehen muss, um zu glauben, dass das der Wendepunkt war. Also keine Ahnung, wie verblendet man sein muss, dass man viele Sachen bringt. Es kommt dann noch ein Beispiel, dass man glaubt, dass das gute Unterhaltung ist oder dass das was Besonderes ist, wie man aber wirklich auch gar nicht das Gefühl dafür hat, was andere Dinge zum Erfolg macht. Das ist, finde ich so erstaunlich für so eine Company, ganz ehrlich. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Eigentlich dachte ich, wir wären bei diesem Segment meilenweit auseinander. Sind wir aber gar nicht, weil ich hatte schon eine deutlich niedrigere Erwartungshaltung. Für mich war das einfach ganz interessant, die drei neuen Mädels im Main-Roster zu sehen und zu sehen, wie sie sich ihre Pops abholen.
Und das war für mich eigentlich nur ein kleines Strohfeuer, also eine Eintagsfliege. Ich bin relativ sicher, dass die drei im Divenanalyse des Main-Rosters untergehen bzw. sich anpassen werden. Ich habe keine Sekunde damit gerechnet, dass da jetzt ein neues Konzept für die Diven-Division oder sowas kommt. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass man diese drei Supermädels mal so mit dem Einstand gesehen hat. Oh, Und das hat mir schon fast gereicht. dann hast du auch das Problem, selbst wenn du die jetzt hier, denen dann nächste Woche ein 15-Minuten-Match gibst, selbst wenn du jetzt nächste Woche Sasha Banks gegen Charlotte 15 Minuten gibst. Das Problem ist, mit viel Pech hast du eine Crowd, die die beiden nicht kennt. Die interessieren sich einen Scheiß dafür. Da geht's schon los. Dann kommt ja noch so diese Theorie dazu, dass die bei NXT immer nur so gut waren, die Matches, weil die vorher lange geprobt haben in Performance-Sendungen. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Das werden wir aber noch Erfahrung bringen. Aber ich glaube echt, dass man sich damit keinen Gefallen getan hat. Ich bin. Auch diese ganze Darstellung, dass Paige ja gar nicht wusste, dass Becky Lynch jetzt rauskommt und die ja dann so dankbar ist und Stephanie McMahon stand strahlend da. Wirk, Ja. kann ich da nur sagen. Ich glaube übrigens auch, dass das Ganze in der Tat relativ kurzfristig, ich will nicht sagen übers Knie gebrochen wurde, aber nicht wirklich aufgebaut wurde. Denn der Weltmeisterschaftstitel ist relativ frisch. Serena Ja, hat eine in Woche. Wimbledon am Samstag gerade erst gewonnen, sozusagen. Das ist auch relativ frisch. Und wenn man dieses Eisen schmieden will, solange es heiß ist, musste Stephanie sich jetzt als die große Förderin des Frauensports im US-Profi-Wrestling präsentieren. Und das hat sie ja nun auch gemacht. Der Star in diesem Segment war wieder mal sie. Das ist Fakt. Und was wollte ich denn dazu jetzt noch? Verdammt, jetzt ist mir gerade ein guter Gedanke flöten gegangen, aber das macht nichts. Auf jeden Fall bin ich der Auffassung, dass das in der Tat relativ spontan so entschieden worden ist, dass man es so macht. Und doch, jetzt fällt es mir wieder ein, das Problem, oder was auch sehr unglücklich ist, ist der Zeitpunkt. Eigentlich müsstest du, um das jetzt ein bisschen mit Schwung mitzunehmen, ein Match, ein Top-Diven-Match, von mir aus Charlotte, Sasha Banks oder wie auch immer, bei einem Pay-Per-View bringen. Und zwar mit 15 Minuten. Ja, ne, aber dann brauchst du auch eine Storyline. Du, das Ja, Problem eben, ist, es ist zu diese früh. ganze Diven Division, die ist doch nicht aus dem Boden entstanden und war auf einmal da und alles war toll. Das hat sich entwickelt. Das hat sich entwickelt zu Beginn mit Emma und Paige. Dann kam Charlotte dazu, die wurde immer besser. Dann hattest du, oder am Anfang hattest du ja sogar noch Summer Rae. Das hat sich einfach entwickelt. Das war nicht von Anfang an so großartig wie jetzt bei den letzten Specials, sondern das hat sich entwickelt. Das war ja von Anfang an besser als im Main Roster. Aber das hat sich entwickelt. Die Charaktere haben sich entwickelt. Es gibt einen Grund, warum Sasha Banks so gut geworden ist. Und warum Charlotte uns gegen Sasha Banks dann am Ende so gut war. Das ist nicht von jetzt auf gleich entstanden. Und das kann im Main Roster gar nicht funktionieren. Weil du gehst jetzt einfach davon aus, dass die Leute alle NXT gucken, das machen sie aber nicht, Gott verdammt. Nee, mit der Und das kann Crowd. mal funktionieren mit Kevin Owens, kann das mal funktionieren, aber geh nicht davon aus, dass es immer funktioniert. Das hat vorher schon 20 Mal nicht funktioniert, mit Bo Dallas und Big E und wie sie alle hießen. Also. Ja. Da kann ich dir nicht widersprechen, Jens. Im Grunde sind wir uns doch einig, was dieses Segment angeht. Nur hast du eine andere Erwartungshaltung gehabt als ich. Ich habe von Nee, vornherein ich nichts setze die erwartet. Erwartungshaltung an, die ich sehe. Ja, ist schon Und das hier richtig. ist überall die Änderung der Demon Division und jetzt geht alles bergauf. Bullshit. Ja, das Und ist auch. umso länger ich drüber nachdenke, umso wütender werde ich darüber Ja, auch. zu Recht. Gerade auch über den Scheiß mit Stephanie McMahon, um ganz ehrlich zu sein. Also, dass hier die Diven Division jetzt irgendwie auf ungeahnte Höhen steigen wird, halte ich auch für absoluten Unfug. Das mag, du hast recht, die offiziellen Stellen entsprechend da. Das ist aber völliger Schwachsinn. Das sehe ich auch derzeit in der Tat nicht. Und deswegen bleibt es für mich das, was es war: ein schönes Segment mit drei tollen Wrestlerinnen. Wir werden sehen, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir hier die neue Geburt der Diven Division im Main Roster gesehen haben. Da bin ich felsenfest an Jens Seite. Gut, kommen wir langsam zu bekannteren Gefilden. Oder wollen wir da noch was zu sagen jetzt? Ich wollte dich jetzt nicht Nee, abwürgen. war ja nur schon lange Ich genug, denke ne? auch, wir haben mit Stephanie McMahon abgerechnet, sozusagen. So, weiter geht's mit, wie gesagt, bekannteren Gefilden. The New Day sind im Ring
Und wieder mal versuchen sie positive Energie auf, ja, ich will nicht sagen Geek-Niveau, aber auf dem U-Day-Niveau, so kann man es vielleicht sagen, zu verbreiten. Das Wetter in Atlanta ist sowieso ganz blöd. Und die Atlanta Hawks in den Playoffs hat auch nicht so richtig geklappt, aber Schwamm drüber, wir sind positiv und ihr doch hoffentlich auch. Und die Titel holen wir uns sowieso wieder zurück. So, dann kamen die Primetime-Players an den Ring und es gab ein Six-Man-Tag-Team-Match. New Day auf der einen Seite, soweit so klar, und auf der anderen die Primetime-Players mit Mark Henry. Das Match ging knapp 8 Minuten. Es war ja in Ordnung. Und es endete nach einem World Strongest Slam an Xavier Woods von Mark Henry. Der Pin war reine Formsache. Und danach hat sich Mark Henry als Tanzbär versucht. Diese Millions-of-Dollars-Pose hat er mitgemacht. Er wirkte leicht hüftsteif dabei. Die Crowd hat es, glaube ich, auch nicht wirklich interessiert. Und ja, ich denke immer, solche Matches bei Raw, die kann man einfach mal bringen. Das ist in Ordnung. Ja. Also sagen wir einfach mal so. New Day hat seit dem Titelverlust eins von... Oh, warte. Ich muss zählen, Moment. Eins. Zwei. Fünf. Eins von fünf Matches gewonnen. Geil. Number One Contender. Dieser Punkt. Werden also schon, wenn, selbst wenn sie sich den Titel holen, wäre das also schon wieder sehr bezeichnend, wer sich da den Titel holt. Mark Henry ist mittlerweile gefühlt die Bellas der Männer Division. Heelface. Sonst habe ich immer den Eindruck, ich weiß gar nicht, vielleicht sollte er auch die ganze Zeit ein Face sein. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es für ihn einfach keine Richtung und kein Gimmick. Er wurde halt einfach nur rumgeschubst. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, der hätte dann auch seine Karriere beenden können. Weil ganz offensichtlich hat man für ihn keine Pläne oder Storylines. Ja, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so. Es ist halt das, was man schon Wochen kennt. Man sagt immer, das ist ein Lücken vielleicht nicht so schlimm, aber ganz ehrlich, es wird jetzt auch nicht besser Woche für Woche. Nein, das stimmt. War jetzt nicht, was mich jetzt wirklich gestört hat, aber auch wieder so ein Punkt, überhaupt gar nichts, für was ich irgendeine Show einschalten würde. Ja, ich mag New Day. Ich mag die. Dann guckt man sich das an. Ja. Ja. Na gut, vielleicht kann ich das nächste Match ja erheitern, Jens. Ich bin mir fast sicher, dass du jetzt vor Begeisterung durchdrehst. Denn ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht zum wievielten Mal. Doch, ich glaube zum sechsten Mal ist es im TV jetzt gewesen. Ich glaube, so viel war es gar nicht. Also es ist tatsächlich so, so oft sind die beiden gar nicht gegeneinander getreten. Nee, es fühlt sich öfter an, aber ich meine, es müsste das sechste Mal gewesen sein. Ich gucke es nachher mal nach. In den Hausshows treten sie nicht so oft an, aber im TV treten sie regelmäßig gegeneinander an. So auch dieses Mal. R-Truth gegen King Barrett. Letztes Mal hat King Barrett gewonnen, deswegen war ja klar, dass diesmal wieder R-Truth gewinnen müsste. Und so war es auch. Das Match ging 3 Minuten. Ich fand das, was ich... für die Zeit war es eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es war ja eben wirklich ja nur ein kleines Match sozusagen. R-Truth hat das Ganze clean gewonnen. In the middle of the ring sozusagen. Nach dem Lie-Detector, seinem Finisher. Und hat danach sein Königsgewand, hätte ich beinahe gesagt, oder so hat's auch Randy Van Daniels im Bericht geschrieben, sein weißes Handtuch und seine Burger King-Krone und der schwarz angesprühte Pümpel war auch wieder dabei, hat grüßend durchs Publikum seinen Rückzug angetreten. Barrett war völlig desillusioniert und hurra, das Match hat es auf die Card von Battleground geschafft. Naja, Pre-Show. Ja, okay, Pre-Show. Gleichwohl. Schlimm genug. Finde ich gar nicht schlimm, weil letztendlich, dadurch, dass dieses Match auf der Karte steht, weiß ich hundertprozentig, dass ich mir die ganze Zeit in die Show schicke. Ja, okay. Also dann komme ich dann auch nachher nicht in den Verlängerung und denke ich, okay, sollte ich mir das jetzt angucken irgendwie? War es vielleicht doch ganz gut? Sondern ich weiß ganz genau, dass ich mir die Pre-Show, die Kickoff-Show nicht ums Verrecken enttunne. Nee. Das mache ich garantiert auch nicht. Das noch schöner. Vor allem war die Fehde zwischendurch, hatte man das Gefühl schon irgendwie beendet. Jetzt fängt man wieder an und Nobody Cares ist auch so ein Punkt. Ist auch so ein Punkt, wo ich glaube wirklich mittlerweile bei WWE sitzen Leute und denken, das ist tatsächlich gute Unterhaltung. Das ist tatsächlich Comedy und das sind tatsächlich gute Lückenfälle, die du bringen kannst und die Leute gucken sich das an, die freuen sich, das zu sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, warum. Es will mir nicht in den Kopf. Also ich fürchte jetzt schon, dass
dass wenn dann übermorgen dann wieder Raw auf Tele5 angeguckt ist, man guckt auf Twitter, dass da viele sogar, dass die meisten gar nicht negativ dagegen eingestellt ist. Dass sie sich nicht genervt davon fühlen, zum 10. Mal dieses Match zu sehen, gefühlt 10. Mal dieses Match zu sehen und jeder gewinnt mal ein Match. Die gucken sich das an und freuen sich dann noch. Oder lustig. Noch schlimmer, das, nein! In was für einer Gesellschaft leben wir denn? Um Gottes Willen. Der Arthur ist doch immer so nett und lustig und putzig und was weiß ich. So primär ist er ein Idiot. Und primär würde ich mir selbst... Ja, aber so wird's Donnerstag laufen. Was hat das mit Unterhaltung zu tun? So wird's Donnerstag laufen. Und es scheint ja doch einen gewissen Markt zu geben. Die Zuschauerzahlen entwickeln sich ja positiv in Deutschland. Ja, ist ja wieder bei einem anderen Thema. Das heißt ja nicht, dass irgendjemand dafür bezahlt. Nein, das ist... Es läuft mag einfach. Sein. Ja, das ist ja richtig. Nein, ich sehe es doch in diesem Punkt auch genau. Die Crowd war auch, ich sag mal, vorsichtig, höflich, gelangweilt. Jubel gab es beim Streetcount, weil man froh war, dass es vorbei war. Aber sonst hat das da auch in der Halle keinen hinterm Ofen hervorgelockt. Das war... Nee, und man hat auch alles gekillt. King Barrett, wie gesagt, Barrett kann niemand mehr ernst nehmen im Leben. Und auch das King of the Ring-Turnier, um Gottes Willen. Also, wie WWE als Wrestling-Promotion, und das ist man nun mal, auch wenn man glaubt, Disney zu sein, oder ich weiß nicht was. Man ist eine Wrestling-Promotion, und wie man so unfähig sein kann, diesen Namen gerecht zu werden, etwas promoten. Wenn ich ein Turnier mache, ein King of the Ring-Turnier, dann soll was bedeuten, das ist ein Verkaufspunkt, ein Punkt, wo du sagst, okay, wir machen jetzt ein großes Special auf dem Network und das bewerben wir und wir zeigen, dass das was Besonderes ist und dafür bestellen sich die Leute dann das Network. Und das ist eigentlich der Gegenpunkt. Wenn die Specials aus sowas bestehen und ich sehe dann, was das für Clowns sind am Ende des Tages, gibt es einen Grund, mir das Network nicht zu kaufen. Ja. Wie gesagt, wie man so unfähig sein kann, das zu verstehen. Und ich will jetzt auch echt nicht mehr hören, wenn dann irgendjemand schreibt, ja, ihr könntet doch gar nicht eine bessere Show booken und solche Sachen halt, doch könnte ich, weil das könnte fast jeder. Weil das, man muss nur grundlegende Dinge verstehen. Grundlegende Dinge, wie man etwas vermarktet. Das ist so, als wenn du Musikmanager wärst und du hast eine Band und wenn dich jemand fragt, erzählst du dir, naja, so gut sind sie eigentlich gar nicht. So verkaufst du nichts. Und das Schlimme ist, dass jede verkackte Info-Motion macht das besser. Egal, wo, da wird niemand als ein Kleiner dargestellt. Und wenn da irgendjemand ein Turnier gewinnt, dann wird die Hölle daraus vermarktet. Und dann wird derjenige auch nicht im Anschluss jedes Match verlieren. Weil das Turnier dann ein Selling Point ist. Dann wird gesagt, okay, der hat das Turnier gewonnen und das ist eine Stufe auf das nächste Level. Es ist undenkbar in den meisten anderen Companies, dass irgendjemand so dargestellt hat. Absolut undenkbar. Selbst TNA macht das nicht. Und zu sagen, dass TNA Sachen besser bookt als WWE, das bedeutet, dass WWE auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen ist, was gewisse Dinge begibt. Also es geht dann auch nicht mehr tiefer. Das ist WCW Anno 2001 Niveau. Kurz vorm Exitus. Aber jetzt sagt dir Carsten Schäfer bestimmt, aber mit dieser Art und Weise des Bookings und der Darstellung ist die WWE unangefochtener Marktführer. Weil es die Einzigen sind, die so eine Scheiße booken, Gottverdammt. Ja, aber es wird ja gekauft. Ich finde es ja auch dann immer großartig, wenn dann irgendjemand sagt, ja, irgendwas müssen sie ja richtig machen. Nein, ihr Fucker, weil das eigentliche Problem ist nicht, dass WWE an der Spitze steht, sondern dass WWE, und das kann man an Zahlen durchaus nachweisen, von Jahr zu Jahr Zuschauer verliert. Soll heißen, es ist natürlich steht WWE weiterhin an der Spitze, weil sie das Einzige sind, die so vermarkten können, die einzige Reichweite haben, weil es im Grunde keinen Markt für Wrestling mehr wirklich gibt, keinen Mainstream-Markt, sondern nur noch WWE, weil die eben halt so ewig da sind. Das liegt nicht an der eigenen Stärke von WWE, sondern einfach, weil die da sind und weil die Einzigen sind, die von den TV-Sendern noch irgendwie geduldet werden, wenn man sowas sagen kann. Die anderen haben einfach keine Chance, außer auf kleineren Randsendern. Und für WWE ist es aber so, wenn man ein aufregendes Programm bieten würde und gutes Booking geboten würde, und man, ich sage nicht, dass sie das generell gar nicht tun, aber in vielen Bereichen tun sie es eben nicht, müsste die Firma noch viel mehr brummen. Und dann müsste das Network tatsächlich mittlerweile, weil es fast auf der ganzen Welt zu erreichen ist, ein wirkliches Erfolg sein. Man dürfte mit dem Network kein Geld mehr verlieren. Zumindest Raw dürfte nicht so abgesackt sein.
Ja, man müsste einfach besser dastehen. Und das ist der springende Punkt. Der springende Punkt ist nicht, dass man noch die Nummer 1 ist. Der springende Punkt ist, dass es von Jahr zu Jahr besser bergab geht. Und wenn ich so hanebüchenen Ausreden höre von wegen, ja, das Internet macht alles kaputt. Ja, Bullshit. Wie gesagt, im ersten halben Jahr 2015 hatte Raw ziemlich genau 400.000 Zuschauer durchschnittlich. Also jede Ausgabe von Raw hatte durchschnittlich, das ist falsch, durchschnittlich, die durchschnittliche Zuschauerzahl von Raw im ersten halben Jahr war um 400.000 Zuschauer geringer als im letzten Jahr. Ich glaube, man hat damit, oder 395.000 war es, glaube ich. Es war ungefähr Von knapp 4 auf 3,6 Millionen. 10 oder 11% Zuschauer innerhalb eines Jahres verloren. Richtig. Also man sagt quasi so, dass das, wenn man das jetzt hochrechnet auf die Leute, die in den USA wohnen und wie viele Haushalte ist, ich hatte es mal ausgerechnet, letzte Woche, glaube ich, sagt man auf jeden Fall, im Grunde, dass fast 14 Millionen Menschen erst im Jahr 2014, 2015 entdeckt haben, dass es Internet gibt. Oder eigentlich ist es ja noch anders, in den USA bezahlt man ja Kabelfernsehen, es ist also auch ähnlich, ist nicht vergleichbar mit, unbedingt vergleichbar mit öffentlich-rechtlichen, aber man bezahlt halt auch dafür, es ist nicht direkt Free TV, aber wir bezahlen ja auch dafür, ne? Es heißt bloß anders, man kann in den USA natürlich Kabelfernsehen abbestellen, aber Fakt ist, wenn man das jetzt hochrechnet, haben im letzten Jahr nicht 14 Millionen Leute ihren Kabelanschluss gekündigt und gucken jetzt übers Internet. Das ist einfach nicht der Fall, sondern die Leute gucken also andere Sachen noch und nicht nur WWE-Fans gucken sich Programm im Internet an. Das würde man damit sagen, sondern es ist einfach so, man hat sehr innerhalb eines einzigen Jahres sehr, sehr viele Zuschauer verloren. Und das hat Gründe. Und für mich ist da auch tatsächlich King Barrett und der Truth einer dieser Gründe. Ja. Wenn ich nur maximal eine Stunde von 3 Stunden mit wirklich gutem Material fülle. Woche für Woche. Und SmackDown eine absolute Wegwerfshow ist. Wann ist bei SmackDown irgendwann zuletzt irgendwas passiert, was bei Raw aufgegriffen wurde, was bei Raw von Bedeutung war? Also es sollte ja eigentlich so sein, Raw läuft, also praktisch. Ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, aber wenn du jetzt mal eine Serie nimmst, Serie A und die hat einen Spin-Off, Serie B. Ja. Und du hast einfach, was bei diesem Spin-Off passiert, in den Geschichten des Spin-Offs, wird irgendwann in der Grundserie aufgenommen. So sollte Raw und SmackDown laufen, im besten Falle. Was aber tatsächlich ist, es ist vollkommen zwei Shows, die parallel laufen, bei der einen passiert alles und bei der anderen passiert überhaupt gar nichts. Es gibt im Grunde um den Storylines zu folgen, überhaupt gar keinen rationalen Grund, dir SmackDown anzugucken. Nicht einen einzigen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Okay. SmackDown ist quasi auf einer kleinen Flamme das, was bei Raw schon vorgekocht wurde. Vielmehr ist SmackDown derzeit nicht. Ja, oder was bei Raw nochmal aufgewärmt wird. Genau. Aber man kann es drehen und wenden, wie es will. Es gibt keinen Grund. Also, es ist ja auch, man wiederholt ja bei Raw auch nichts, was bei, oder erzählt nichts, was bei SmackDown passiert ist, weil nichts passiert ist. Weil nichts passiert ist, was wirklich von Bedeutung ist. Richtig. Der einzige Grund, warum man SmackDown gucken könnte, ist in Deutschland, weil Hackel und Böschen moderieren. Aber ob das ausreicht, reinzuschauen. Ich würde gerne tauschen. Ich möchte ja, gerne. Ja, genau. Wir können ja hiermit offiziell unseren Wunsch kundtun. Tauscht doch die Moderatorenteam vielleicht aus. Gebt doch auch mal Hackel und Böschen eine Chance bei Raw. Mal gucken, wie die sich so machen. So haben wir es diplomatisch verkauft. Ich bin auch wenn ja ein bisschen Carsten Schäfer als die Stimme von WWE gilt, bin ich mir relativ sicher, dass viele Fans sich mit Hackel und Böschen im Raw leichter tun würden. Bin ich mir relativ sicher. Die brauchen eine gewisse Gewöhnungszeit, wenn man dann mit Böschens Humor einigermaßen dann auch klarkommt. Der ist nämlich großartig. Und Hackel mit seinem Fachwissen, das ist eine super Kombo. Das sehe ich auch so. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Nein, das glaube ich auch nicht. Wollen wir weitermachen, Jens? Wir sind irgendwie schon bei R-Truth viel länger hängen geblieben, als ich das dachte. Machen wir lieber weiter mit der wöchentlichen John Cena Open Challenge und einem weiteren interessanten Segment. Meines Erachtens auch hier deutlich besser als schlechter, aber es gibt auch hier einige Sachen, über die man durchaus sprechen kann. John Cena kommt an den Ring und sagt eben, es geht los. Open Challenge für die United States Championship und Rusev kommt mit der bulgarischen Flagge und Summer Rae im Schlepptau an den Ring. Held der Russischen Föderation war gestern. Kurze Promo. Lana ist schuld an allem. Sie ist auch der Grund, warum man den Titel verloren hat. Ziggler ist auch doof. Ja, das Übliche.
Dann, bevor man sich jetzt schon quasi freute, dass das Match losgeht, kommt aber Kevin Owens raus und hat einen ganz anderen Plan. Er sagt nämlich, Cena, pass auf, wir machen das so. Ich gewinne heute von dir den Titel und dann können wir bei Battleground dein Rematch durchziehen. So bleibt das Match auf jeden Fall auf der Card, aber ich gewinne heute schon den Gürtel, den ich sowieso haben möchte. So, Rusev war darüber nicht begeistert. Die beiden haben sich ja, putzigerweise so ein bisschen verbal Schlag abgetauscht. Ich meine auch, Owens hat Summer Rae Lana Wannabe genannt, irgend sowas. War so ganz in Ordnung. Und dann kommt auch noch Cesaro dazu, der auch sagte, dass er gerne das nächste Mal gegen John Cena antreten will. Zweimal war ihm wohl nicht genug. Kleiner Brawl. Und am Ende hat Cesaro da die Oberhand. Aber wer jetzt denn nun gegen John Cena antritt, war immer noch nicht so richtig klar. Daraufhin wurde ein Triple Threat Match angesetzt zwischen Rusev, Kevin Owens und Cesaro. Der Gewinner durfte dann, so war die Stipulation, gegen John Cena um die United States Championship antreten, also die Open Challenge dann auch annehmen. So eine Art Triple Threat Qualifying Match. Um das Championship-Match, so ungefähr. Das fand dann auch statt. Rusev hat das Ding letzten Endes gewonnen, nach 24 Minuten knapp, nach einem Jumping Sidekick, nicht nach einem Accolade. Das Match war wieder klasse, muss man sagen. Cesaro war der Star in diesem Match. Er hat einige großartige Moves ausgepackt. Er war bei der Crowd over, der Matchschluss stimmte. Owens war stark. Rusev war, fand ich, auch richtig stark. Also das war eine rundum gelungene Sache. Was mir überhaupt nicht gefallen hat oder was mir nicht wirklich gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie man langsam anfängt, mit Owens im Main-Roster umzugehen, was seine Darstellung angeht. Ich weiß nicht, er hat dann während des Matches dann auch gesagt, ach, screw you oder screw it oder was auch immer, fickt euch doch, ich habe keinen Bock, ich mache das dann Sonntag. Und zwar nicht, weil er irgendwie wie der überragend souveräne Kerl aussah, der alles im Blick hatte, sondern weil er gemerkt hat, oh, irgendwie komme ich hier nicht so richtig weiter, ach, ich habe keinen Bock, wie so ein kleines launisches Kind. Das passt nicht in die Darstellung eines bösen, alles niederwalzenden neuen Superbösewichts. Das ist scheiße. Und man muss aufpassen, dass man mit Rollins nach dem überragenden Start jetzt nicht irgendwie in so eine Just-Another-Guy-Kiste wegdriftet, so großartig er im Ring immer noch ist. Ein Schatten ist da, Jens. Also grundsätzlich, wenn man das jetzt hier als die irgendwie die Cena Open Challenge ist, war es wieder das beste Match des Abends. Und ich sehe schon ehrlich, aber es ist ja eigentlich jetzt auch die erste Woche gewesen. Ja. Letzte Woche war es einfach so, dass er freiwillig zurückgezogen hat, dass er sogar dafür gesorgt hat, dass Cesaro den Titel nicht gewinnt. Das macht er für mich eins Fußball. Es war halt ein Heel. Und das macht alles furchtbar viel Sinn. Hier war es auch tatsächlich so, weil es einfach unrund war. Aber das hat einfach was damit zu tun. Ja, keine Ahnung, man wollte ihn halt wahrscheinlich nicht verlieren lassen. Und das ist halt typisches WWE undurchdachtes Storytelling. Ja, jetzt muss man sich ganz ehrlich fragen, aus welchem Grund hätte Owens überhaupt in dieses Match gehen sollen? Ja, eben. Was soll's? Kein Grund. In dieses Match gehen, um dann nochmal gegen John Cena einzutreten? Völliger Schwachsinn. Bullshit. Ja. Er hat Sonntag sein Match. Warum sich hier zum Kasper machen, um danach, um ein Match anzutreten, das er eh Sonntag hat, sich hier in die Knochenmühle zu begeben? Das passt doch nicht. Ja, und vor allem, ich meine, man kann es aber auch anders drehen. Man kann jetzt sagen, Owens war der einzige Kluge. Owens hat gemerkt, wenn man das jetzt so sieht, hat nach ein paar Minuten gemerkt oder nach einem Großteil des Matches gemerkt, das hat überhaupt gar keinen Sinn hier. Weil wenn das Match vorbei ist, bin ich so fertig, dass ich eh keine Songs gegen John Cena habe. Also Fakt ist Shit. Also so kann man es natürlich auch sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Denn eigentlich sind Cesaro und Rusev die Idioten, weil sich in dieses Match zu begeben und zu glauben, dass die beide klar gegen John Cena verloren haben zuletzt, dass sie danach irgendeine Hauch eine Chance haben gegen John Cena, ist einfach absoluter Bullshit. Wenn man es mal ganz ehrlich ist. Ja, das ist richtig. Und dann kommt ja nämlich der nächste Punkt, dass Rusev wieder das absolute Babyface war. Ja. Und im Grunde war John Cena wieder der Heel. Ja. Rusev hat das Match hier dann also gewonnen, fair. Genau. Rusev hat und war eigentlich mehr oder weniger total fertig und halb verletzt und fertig und tritt trotzdem gegen John Cena an. John Cena, der frisch war und am Kommentatorenbild wieder unter aller Sau war. Ja, aber das war tritt geil. Dann in diesem Match an und versucht sofort seinen Finisher zu zeigen, was ja eigentlich schon typisch heelmäßig ist, dass der
dass der Champion frisch gegen einen Herausforderer antritt, der total fertig ist. Das ist so Heel Champion gegen Face Herausforderer und dann gewinnt Rusev das Ding auch fast noch. Ich glaube, Alvarez hat ja auch gesagt, wenn man vorhatte, Cena zum Heel zu turnen, dann war das einwandfrei gemacht. das ist eigentlich die Sache, die mir auch aufgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, für mich macht es auch nicht wirklich Sinn, dass Kevin Owens jetzt überhaupt dieses Match gegangen ist, weil er sich hätte von vornherein klar sein müssen, dass wenn das Match länger geht, hat er eh keine Chance gegen Cena. Das war für mich irgendwie der Punkt. Es gibt für mich keinen Grund, warum Owens dieses Match gehen sollte. Und hingegen finde ich es absolut weiterhin stimmig, dass Kevin Owens weiterhin jeden davon abhält, den Titel zu gewinnen. Das ist, finde ich, stimmig. Da könnte man jetzt auch sagen, das ist Blödsinn. Aber hier machen diese DQs tatsächlich mal Sinn, weil Kevin Owens den Titel halt von John Cena gewinnen will. Ja. Er will am Sonntag gegen John Cena antreten, um den Titel, und er will nicht den Titel gewinnen und gegen John Cena einzeln antreten, sondern er will beides auf einmal. Und deshalb macht das auch tatsächlich Sinn. Dass Rusev natürlich jetzt hier wieder weggab wie ein Babyface, ist natürlich bezeichnend. Eine Sache möchte ich noch sagen, weil es sich irgendwie in den letzten Tagen irgendwie rumgesprochen hat. Ich weiß nicht, es klingt jetzt auch wie böse Lobhudelei auf uns, aber es muss ja auch manchmal sein. Mal los. Es gibt da, man könnte sagen, Kollegen, also mir hat es jemand zugeschickt, ein Leser von uns hat uns das zugeschickt, Kollegen und auch auf YouTube Leute, die da tatsächlich gebracht haben, dass Dave Meltzer angeblich letzte Woche im Wrestling Observer Newsletter geschrieben hat, dass WWE plant, Cesaro ins Battlecourt Match zwischen John Cena und Kevin Owens zu stecken. Das ist Bullshit. Und ich nenne jetzt auch keine Namen, aber es beweist, dass diese Leute, die das schreiben, ich weiß nicht, wo sie es abschreiben, vielleicht schreiben sie es auch voneinander ab, aber bei denen ist es tatsächlich so, die haben, glaube ich, kein Abo bei Finger und Wrestling Online. Was hat Dave Meltzer geschrieben? Dave Meltzer hat geschrieben, ich glaube, das war bei seiner War Review, hat geschrieben, dass wenn es nach ihm ginge, er hätte es gerne gesehen, dass Cesaro in dieses Match gebucht wird, obwohl es nicht wirklich passen würde, weil eben du nimmst eben halt so ein bisschen was von der Wichtigkeit von dieser Owens gegen Cena-Fehde. Da hat Cesaro realistisch gesehen auch nichts zu suchen. Wirklich Big-Time-Feeling kommt bei einem Triple-Flat-Match oder bei einem Freeway-Match eigentlich nie auf. Und Cesaro wirkt da einfach wie ein Fremdkörper. Auch wenn viele das nicht sehen wollen, der Selling-Point ist Kevin Owens gegen John Cena und nicht Cesaro gegen die anderen beiden. Meltzer hat eben halt gemeint, dass er hätte das gerne gesehen, aber es wird wohl nicht werden. Und was haben die draus gemacht? Die haben draus gemacht, dass Meltzer angeblich geschrieben hat, dass Cesaro in das Match gebucht werden soll. Das hat er niemals geschrieben. Niemals geschrieben und niemals gesagt. Und das ist auch schon eine Art von entweder man macht es absichtlich und verdreht absichtlich Tatsachen, was eine schwache Kür ist, oder, ja, keine Ahnung, es ist, checkt eure Quellen, Freunde. Und wie gesagt, ich glaube, es kam gerade von mehreren Seiten. Also nicht nur Seiten, wie gesagt, auch auf YouTube, glaube ich, einer von diesen Leuten hat das da bekundet. Da dachte ich mir, boah, sind wir gut. Ich finde es nur ein bisschen unfair gegenüber Meltzer dann, weißt du? Denn am Ende heißt es dann wieder, wenn es nicht so wird, von wegen Meltzer erzählt nur Scheiße. Nein! Es gibt Leute, die einfach, ja, keine Ahnung, Sachen aus dritter Hand nehmen oder nicht in der Lage sind zu übersetzen oder einfach absichtlich was Falsches berichten. Fakt ist, ich habe nirgends irgendwo gehört, dass irgendwie angedacht war, Cesaro und dieses Match zu bucken. Nein, das wird und, nicht. Es wäre antiklimatisch gewesen und wie gesagt, dass für Cesaro irgendwie ein großer Push ansteht, trotz seiner guten Leistung in den letzten 3 Wochen und trotz dem Jubel, den er auch bekommen hat, bezweifle ich bis zum heutigen Tag, weil Fakt ist, immer noch hat er alle Matches verloren. Und immer noch hat er im Grunde keine Storyline. Also, im Moment kommt er gut weg und das freut mich auch sehr für ihn, aber ich hoffe, darüber hinaus kommt dann auch tatsächlich noch was. Schauen wir mal. So sieht es im Moment noch nicht wirklich aus, wenn man das ganz ehrlich ist. Und auf die Sache mit Meltzer zurückzukommen, Meltzer macht immer sehr, sehr deutlich, wann er irgendwas gehört hat, wann er sich was wünscht und also er ist da immer, finde ich, recht eindeutig verständlich. Also da war es auf jeden Fall, ich hatte dann auch nochmal nachgeguckt. Also, dort stand als Quelle, also das, was mir geschickt wurde, da stand als Quelle Wrestling Observer Newsletter. Und da dachte ich mir, hui. Auch noch schriftlich? Nee, das ist dann Wrestling Observer Radio.
Oder nur Wrestling Observer Newsletter ist schriftlich. Ja, der Das Newsletter ist schriftlich. Das Radio ist das Podcasting, ne? Ja. Und die Radioshows habe ich, glaube ich, auch alle gehört, bis auf die vom Samstag. Also ich glaube, da wurde auch nichts gesagt. Das Ding ist, ich habe es auch nie irgendwie bei diesen Zweitverwertern-Seiten, habe ich es auch nirgends gelesen. Nein, das ist auch nicht so. Und das sagt dann auch schon viel aus. Also ich glaube, ich gucke jetzt einfach mal. Ich bin ja schlau und mache mir das immer gleich in den PDF, damit ich das mitnehmen kann. Und dann gucke ich gleich mal, was er geschrieben hat. Ja, such mal. Ich frühstücke sonst kurz mal das von dir schon vorweggenommene United States Championship Match kurz ab. Das war nämlich Rusev gegen John Cena, wie Jens bereits angesprochen hatte. Mein Bild der Raw-Ausgabe war nicht die Diven, es war auch nicht dieses Match zwischen dieses Triple Threat Match, sondern es war die Art und Weise, wie sich John Cena warm gemacht hat, nachdem Rusev das Qualifying-Match gewonnen hat. Er hat vorbildlicherweise seine Waden gedehnt, das sah richtig gut. Er geht auch in die schwersten Matches voll konzentriert rein, auch wenn sein Gegner sich kaum noch auf den Beinen halten kann. John Cena ist Vollprofi durch und durch. Mein Highlight der Show. Wie gesagt, das Match ging dann los. Cena wollte relativ schnell seinen Finisher ansetzen. Das ist natürlich ein Publikumsliebling durch und durch. Hammer fand ich, dass aus dem nächsten AA Rusev eleganterweise rausgehüpft ist und seinerseits den Accolade angesetzt hat. Und er hätte es wohl auch, so war die Storyline, diesmal konnte Cena ihn nämlich nicht durch diesen Rückenschubser in die Ringecke abschütteln. Er hätte es vielleicht sogar geschafft, wenn er nicht eben Kevin Owens gekommen ist, kurz Rusev weggekickt hätte und damit Rusev durch DQ John Cena besiegt hätte. Der Titel wechselt natürlich nicht nach DQ, insofern bleibt alles so, wie es ist. Rusev einmal mehr Top Babyface und Cena, ja, so wie man ihn eben kennt. Willst du kurz einwerfen, Jens, oder? Ich habe jetzt nochmal geguckt, also er hat geschrieben, also es ging um Battleground, also um die Card von Battleground, und da hat er geschrieben, ich hatte ja wirklich gehofft, dass sie Cesaro irgendwie dort mit einarbeiten, also mit auf die Card bringen, aber der einzige Platz, wo er wirklich reinpassen würde, wäre das West-Title-Match, um es zum Three-Way-Match zu machen, aber das wäre ja, also nicht irgendwie der richtige Platz. Und dann hat er geschrieben, ich schätze, sie könnten das trotzdem machen und ihn dazu benutzen, um ja, Owens den Titel gewinnen zu lassen, ohne dass Owens Cena schlagen muss. Und das war alles. Er hat gesagt, ich schätze, sie könnten es machen. Soll heißen, natürlich könnten sie es machen. Wirklich überhaupt gar keine Rede davon, dass das jemals geplant war. Also da kann ich nur sagen, ich könnte jetzt ganz billig sagen, lest bei uns. Wir versuchen, solche Fehler zu vermeiden, oder zumindest wir machen dann, wir verdrehen nicht die Worte von dem, was wir lesen. Ja, aber war interessant, wie sehr sich das verbreitet. Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, es waren jetzt nicht die großen Seiten, die es gebracht haben. Also, sagen wir mal so, die zwei größeren Seiten, die es da in Deutschland noch gibt, die haben das, glaube ich. Also zumindest habe ich es da. Oder es war nicht das, was mir zugeschickt wurde, sagen wir mal so. Nun gut, dann bleibt der Appell, lest bei uns, da seid ihr immer an der richtigen Adresse. Bei Raw ging es weiter mit einem weiteren Backstage-Segment mit Kane. Rollins ist immer noch extrem nervös und fragt dann, ob alles jetzt auch vorbereitet sei für den großen Plan. Und wenn das nicht klappt, Kane, dann bist du schuld. Naja, tolle Sache. Dann kam ein absolutes Lowlight der Show, denn wir haben die Teilnehmer der aktuellen Tough Enough Staffel kennenlernen dürfen. Vorgestellt wurden sie von keiner geringeren als von Lita, die in den Ring kam, dort er eben auch als Trainer irgendwie mit aktiv ist bei dem Format, bejubelt wurde, gebührend, wie sich das dann auch gehört, und dann jeden namentlich vorgestellt hat. Ich gucke den ganzen Schrott nicht. Ich finde Tough Enough und Reality-Sachen total blöd. Aber am Ende, ganz rechts, war ein kleiner, dicker Mensch mit einer Lang-80er Föhnfrisur. Wer war das denn? Guckst du das? Also, der muss ja Ich hatte die irgendwie. erste Folge mal reingeguckt und ich war so gelangweilt, das war so schlecht. Der hat große Pops gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich glaube, das wird der 18-Jährige sein, der ehemalige Krokodilring. Das war auch irgendwie so ein Reality, der auch vor irgendeiner Reality-Show mal so halbwegs berühmt geworden ist. Also berühmt eigentlich gar nicht, sondern Keine Ahnung. Also, das sah aus wie so ein dickes Kind von Landau. Also, ich war völlig also ich bin verwirrt. mir relativ sicher, wenn ich mir die Leute dann gucke, dass dort. Vielleicht wird der eine oder andere in Entwicklungsverantwortung drin, vielleicht auch bei WWE landen, aber ein wirklicher Star wird keiner vergeben. Ich wollte gerade Das Ding sagen. ist auch, ja, ich sehe gerade, ja, das ist der Typ. Der ist, glaube ich, erst 18 und kommt von irgendeiner Reality-Show, und ich glaube, das ist auch der Einzige, der irgendwie sympathisch ist. Ach so. Aber das ist ein Haufen Geeks.
und eigentlich Geeks, die noch nicht mal Wrestler sind. Für mich wurde auch die neue Staffel in dem Moment uninteressant, als ich gelesen habe, dass in den letzten 30, ich glaube, zwei Wrestler waren und das waren noch nicht mal wirklich Bekannte. Nee. In diesem Moment wurde die Show für mich komplett uninteressant als Wrestling-Fan. Auch die Tatsache, dass da ein Deutscher mit dabei war, der überhaupt gar nichts mit Wrestling zu tun hatte. So eine Show, wo wirklich bekannte Indie-Leute mit antreten, die schon ein bisschen was gerissen haben, der hätte mich wirklich interessiert. Also eben mit Moose oder, ja, keine Ahnung, so Rich Swann oder vielleicht, ja, keine, zur Hölle, jetzt einfach mal einen Namen genommen hier, Bad Bones, aus Deutschland, John Klinger. Das hätte mich interessiert, da hätte ich sicherlich mal reingeguckt, aber so ein absolute No-Names, wo es wirklich, die mit Wrestling nicht, die Show hat auch nichts mit Wrestling zu tun. Ich glaube, Nein. das hat auch Vince Dawn in der Radioshow gesagt. Die trainieren dann hier auf Fitness und das hat nichts damit zu tun, ob du ein guter Wrestler bist. Das ist typische WWE-Scheiße. Sieht man ja auch. Kevin Owens ist in dem Sinne für WWE-Standard, kann man ja tatsächlich sagen, fett, aber er kann 30 Minuten gehen. Und ich erinnere jetzt mal daran, wie zum Beispiel ja, The Rock oder Batista bei ihren Matches bei ihren langen Matches stellenweise nach 10 Minuten gepumpt haben, wie Marienkäfer. Das hat also wirklich nichts damit zu tun. Keine Ahnung, ob du Sandsäcke eine Treppe mit einer Sandsack eine Treppe hochlaufen kannst. Das ist typische WWE-Scheiße, weil du kannst am Ende des Tages halt auch nicht wirklich Wrestling-Training bringen, weil du damit natürlich auch irgendwie das Business entlarvt. Du kannst halt nicht bringen, eine Powerbomb üben oder so. Und damit ist das ganze Konzept natürlich im Arsch. Ja, und die Zuschauerquoten auch. Die Show ist ja jetzt schon als Misserfolg War jetzt letztes Mal, abgebucht. ja, ich glaube, letzte Woche war es noch schon ein bisschen besser, aber mir auch unmöglich, wie ich dafür Interesse aufbringen sollte. Also, es ist, boah, interessiert mich das überhaupt nicht. Aber wir wissen ja, woran es liegt. Da Das gucke ich mir eher Management Viertel lieber an, ganz ehrlich. wurde ja auch gleich schon um einen Kopf kürzer gemacht. Ab jetzt geht's aber Ja, natürlich. bergauf. Ne? So. Man muss Die wird auch dann. dran schuld gewesen sein. Also, Natürlich. wir sind ja. Richtig. Aber jetzt werden auch bei Raw die Einschaltquoten wieder nach oben gehen. Es geht voran. Nun gut, was machen wir nächstes? Ja doch, Stardust hat sein Comeback gefeiert, wurde auch von den Kommentatoren entsprechend als Sohn von Dusty Rhodes immer wieder mal angedeutet. Eigentlich ist das ja hier Cody Rhodes, der Sohn von der großen Legende Dusty Rhodes. Ja, schöne Geschichte. Hat noch eine Promo gehalten. Thema war, was ich mitbekommen habe, die Welt braucht mehr Helden und solche Geschichten. Jetzt wird er sich auch um einen anderen, ja, comic-mäßig inszenierten Superstar kümmern, nämlich Neville, den Mann, der die Schwerkraft ja vergessen hat, aber er wird ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Neville wird aufklatschen und so war es dann eben. Das Match fand dann auch statt. Stardust gegen Neville ging nicht lange, 4 Minuten. So richtig viel wurde nicht gezeigt. Was man gesehen hat, war okay, Stardust hat gewonnen nach einem Roll-Up. Natürlich nicht ganz legal, Griff an die Hose und so weiter. Aber zumindest ein cleaner, mehr oder weniger cleaner Sieg in seinem Comeback-Match. Hat man mit ihm was vor? Wird jetzt ein SummerSlam-Match gegen einen semi-bekannten Schauspieler gehypt? Oder was passiert als nächstes? Ja, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich hätte ja wirklich gehofft, dass man ihn jetzt als Cody Rhodes zurückbringt. Ich glaube, das wäre seine einzige Chance gewesen, nochmal, dass aus ihm was wird. Mein Vorteil an dem Stardust-Gimmick ist, er unterscheidet sich von allen anderen, aber es ist halt auf, keine Ahnung, er ist halt als Geek gebrandmarkt mit dem Gimmick. Die Chance hat man verstreichen lassen. Deshalb glaube ich auch, dass es für ihn keine großen Pläne geben wird. Diese Fehde gegen diesen Arrows-Darsteller, ich weiß Green nicht, wie er heißt. Arrow, ja. Ja, okay. Ganz nett, sage ich mal, aber besser als nichts für ihn sicherlich. Und auf der anderen Seite sah es hier auch ein bisschen aus wie eine Fehde gegen Neville. Was für Neville immer noch ein bisschen besser wäre, weil ansonsten wäre Neville jetzt schon offiziell ja, relativ weit unten angekommen. Jetzt verliert er sang- und klanglos ein 4-Minuten-Match gegen Stardust, der vorher ein eindeutiger Jobber war. Ich weiß gar nicht, ob Stardust dieses Jahr überhaupt schon ein Match gewonnen hat. Ich glaube fast nicht. Ich meine ja. Wenn es ein Startschuss einer Fehde der beiden war, was natürlich auch absoluter Bullshit. Du gewinnst eine Fehde damit mit einem relativ klaren Sieg in 4 Minuten. Ja, so fangen mittlerweile die Fäden ja an. Bei der Interessant, sage ich mal. Also viel WWE. war das auch nicht, um ganz ehrlich zu Nein, sein. das stimmt. Das stimmt. Doll war es nicht. Gut, wir kommen auf jeden Fall jetzt zum ja, Main Event der heutigen Raw-Ausgabe. Ich versuche es mal kurz und knackig zusammen zu fassen. Zuerst kommt Seth Rollins mit Kane an den Ring und hat dann nochmal wieder auf diese Cadillac-Karambolage und Zerstörung kurz Bezug genommen.
Es reicht ihm jetzt und er ist siegessicher und hat keine Angst und was man eben so von Rollins schon oft genug gehört hat. Dann kam Lesnar und Heyman an den Ring, die eigentlich auch nicht viel Neues erzählt haben. Es wurde nochmal wieder angedeutet, dass Rollins doch ein Betrüger ist. Er hat damals auch bei The Shield seine Kameraden hintergangen und betrogen. Alle wollen jetzt, dass die Revanche endlich kommt, dass irgendjemand ihn in die Finger kriegt. Unter Rollins das 11. Gebot, du sollst die Bestie nicht erbost machen oder was auch immer, gebrochen hat, wird jetzt eben Lesnar derjenige sein, der hier für Gerechtigkeit sorgen wird und so weiter und so fort. Das Vertragsunterzeichnungssegment kam dann als nächstes. Rollins hat einfach ohne große Worte das Ding unterschrieben. Als Lesnar dran war, oh, wie schlecht, fummelte Rollins irgendwie da am Tisch rum. Heyman hat das sofort gesehen. Halt, was machst du da? Was fällt dir ein? Nichts, sagt Rollins. Bist du denn hier paranoid? Glaubst du denn das und überhaupt? Daraufhin hat Lesnar wieder Taten sprechen lassen, hat den Stuhl erstmal, den Tisch umgeschmissen, hat geguckt und da war die Holzaxt ohne Eisengriff, also dieser Holzschläger war versteckt. Und Lesnar hat reagiert wie Joe Cool on the Rocks, hat den Tisch wieder hingestellt, hat den Knüppel auch auf den Tisch platziert, also in die Richtung, die eher Rollins am nächsten war, und hat sich ganz entspannt wieder auf seinen Stuhl gesetzt und gesagt: Nun, komm und schauen wir, was dann passiert. Rollins war leicht verwirrt, hat dann aber Schritt für Schritt wieder den Weg zum Tisch aufgenommen, das Ding sich schnell gegrapscht, die Keule. Und sich dann kurz gefreut. Bevor die Attacke kam oder gerade als sie wohl kommen sollte oder was auch immer, hat dann aber Lesnar den Tisch Richtung Rollins geschmissen. Es gab eine gewisse Prügelei. Zunächst sah es so aus, als ob nachdem Lesnar zuerst am Drücker war, dann Kane und Rollins dann wohl doch die Oberhand gewinnen sollten. Das Ganze ging außerhalb des Rings dann weiter. Irgendwann kam dann aber der F5 gegen Kane auf den Flur. Also on the concrete, wie man so schön sagt. Daraufhin ist Rollins, wie es sich gehört, stiften gegangen. Lesnar hat dann noch die Eisentreppe auf das Bein von dem bereits ramponierten Kane prasseln lassen und sich dann vom Acker gemacht. Und jetzt wurde es dann ein bisschen sehr abstrus. Rollins kam zurück, hat Kane verbal übelst niedergemacht. Ja, Hall of Fame, Wannabe und auch sonst bist du ziemlich scheiße. Und als er dann gegangen ist, hat er nochmal auf die ledierte Stelle böse raufgetreten. Und ja, damit, das haben auch die Kommentatoren 1.000 Millionen Mal betont, steht Rollins jetzt ganz alleine da. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Der Face-Turn ist so weit weg wie noch nie. Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt Kane zum Face machen, dass er gegen Rollins fädet. Oh mein Gott, dann kann man ihn auch gleich begraben. Ich habe nicht verstanden. Also. Was das soll. Rollins ist ein feiger Geek, aber was das hier soll, vielleicht ist das ja wieder so ein groß angelegter Story-Angle, den ich nicht verstehe. Aber das hat mich wirklich fragend zurückgelassen. Ja, ich glaube, der große Masterplan war der Holzstock unter dem Tisch. Bin mir relativ sicher. Ja, okay. Aber Ja. warum soll Rollins jetzt so durchdrehen? Weil der Plan nicht aufgegangen ist oder Ja, vermutlich ja. so ein Weil Scheiß. Rollins ohnehin der Meinung war, dass er das alleine hinbekommt und Kane und Co. gar nicht braucht. So ein Nun Schwachsinn. hat Kane halt wieder versagt und nun hat er eben ein gebrochenes Bein und dann kann er eh verzichten. Das Schlimme ist, ich ahne es schon, Kane kommt dann irgendwann zurück und die vertragen sich wieder. Weil das zieht sich jetzt seit April mittlerweile. Also das Ganze ist so tot, auch ich weiß nicht, wie oft jetzt Kane gegen Seth Rollins gegen Kane geturnt ist. Gefühlt 80.000 Mal. Ich weiß nicht, warum das noch irgendjemand interessieren soll. Die Tatsache allein, dass man glaubt, dass dieser Beatdown von Kane noch irgendjemand interessiert, außer der Tatsache, dass die jetzt bei Battleground nicht mit dabei sein werden, aber letztendlich wird dann jetzt irgendjemand anders eingreifen. Und zwar derjenige, gegen den Lesnar beim SummerSlam antreten wird, wer auch immer das sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lesnar den Titel gewinnt. Mittlerweile kann ich mir nicht mal mehr vorstellen, dass Roman Reigns gegen Lesnar antreten soll. Ja, keine Ahnung. Aber warum denn nicht? Ich meine, Lesnar ist bis zum SummerSlam gebucht. Was willst du sonst mit ihm machen? Ja, wie gesagt, irgendjemand wird ihm das Match kosten und gegen den tritt er dann beim SummerSlam an. Was ein Scheiß. Das ist doch Perl vor die Säue. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Titel holt. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass er ihn holt. Aber so wie er jetzt im Moment dargestellt wird,
spricht vieles dafür, dass er ihn nicht holt, weil er da einfach zu dominant ist im Moment, ja. Ja, weil es würde auch jetzt irgendwie keinen Sinn machen, so wirklich, um jetzt ehrlich sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber wäre komisch. Ja, oder Rollins wäre der Übergangschamp gewesen, weil Lesnar sich wieder eine Ja, Pause herzlichen hat. Glückwunsch, ja. Halte ich für absolut WWE-mäßig nicht unwahrscheinlich, dass das, oder möglich zumindest. Ja, dann ist aber auch die Frage. Und dann muss er ja beim SummerSlam wieder verlieren, sonst hast du das gleiche Problem wie letztes Jahr. Genau, und das wird auch passieren. Ja, dann hättest du aber beim Wrestling den Titel nie abnehmen brauchen. Nee, aber hättest du ihn ja bezahlen müssen. Dann hättest du ihn ja bezahlen müssen für die Zeit Ja, bis ist doch aber jetzt jetzt. egal, ob du ihn jetzt aus der Show schreibst oder wenn er. Ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich bin derzeit völlig verwirrt, was bei Battleground Ich und so. glaube, Seth Rollins wird den Titel verteidigen, weil irgendjemand für ihn eingreift. Wer auch immer das sein wird. Oder warum? Kane. Aber. Noble Mercury, keine Ahnung. Vielleicht gewinnt Lesnar auch den Titel und Hunter ist gut. Seth Rollins kann genauso gut sein. Man weiß es nicht genau. Ich hab auch Ich fand absolut das keine Ahnung. Abschlusssegment auch wirklich gut und unterhaltsam und war froh, dass Kane jetzt endlich weg ist. Gebrochenes Bein sollte heißen, dass er frühestens in 2 Wochen wieder da ist bei WWE. Vielleicht auch nächste Woche schon, man weiß es nicht genau. Da war ich ganz froh drüber und das Segment war auch gut und für uns hat Wussten Sie? die, ja, es war, die Rollen waren klar verteilt und es war schon alles durchaus unterhaltsam und amüsant anzusehen. Ja, das mit dem Masterplan war natürlich halt wieder, keine Ahnung. Seth Rollins wird immer als dieser, als der Architekt und als das Mastermind dargestellt. Und aber immer wieder habe ich festgestellt, dass seine Ideen eigentlich ein Grund, durchgängig eigentlich ziemlich bescheuert sind. Ja, genau. Also, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo es darum geht, er sollte eine Matchart gegen Randy Orton wählen. Weißt du noch hier, der RKO ist verboten. Das war die Matchart, die ihm eingefallen ist. Ja, Also, keine Ahnung, da hätte ich irgendwie ein 1 großartig. gegen 6 Handicap-Match gebucht oder so. Aber Genau. das war die Idee des großen Mastermindes, genau wie hier, einen Knüppel unter den Tisch verstecken. Aber okay, ich meine, er ist ein Heel und genau das ist er wahrscheinlich. Er hält sich für ein Mastermind, ist aber am Ende des Tages einfach nur ein Idiot. Von daher gibt es ja nicht mal was, wo man sich beschweren kann. Ja, das war auf jeden Fall die Raw-Ausgabe. Auch wenn, also ich persönlich jetzt viel gemeckert habe, so schlimm war die Show gar nicht. Also die war alles im Anderen auch gut und die war unterhaltsam. Das Einzige, was mich genervt hat, war tatsächlich wirklich hier Barrett gegen Truth. Truth, genau. Jetzt mal davon abgesehen, war die Show nicht schlecht. Du hast halt wie immer die Lückenfüller mit Stardust und Neville und das Tag Team Match. Schlecht wurde sie tatsächlich dann nur, wenn so ein bisschen auf den zweiten Blick. Oder auch, da wurde sie auch nicht schlecht, aber gewisse Dinge erscheinen auf den zweiten Blick halt anders. Und da gehören halt die Demon dazu. Das Segment war trotzdem, das Demon-Segment trotzdem eigentlich fast das Highlight der Show, weil eben, ja, es war eben halt tatsächlich was Neues, und neue Gesichter und die Fans sind gut abgegangen. Und das war gut, aber wenn man halt jetzt drüber nachdenkt und beziehungsweise auch sieht, was da einige Leute reininterpretieren, auch von WWE-Seiten und auch von vielen Hall of Famern, ja, jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr da seht, Leute. Ich bezweifle es immer noch stark. Ansonsten eben Heyman und Lesnar und Seth eben gewohnt souverän und das US-Title, Number One Contender mit Johnson war auch gut. Aber einige Dinge, wenn man auf den zweiten Blick eben guckt, ja, relativiert sich ein bisschen was. Aber alles in anderen war es schon eine Show, die man sich angucken kann. Ja, stimme ich hundertprozentig zu, nur aus einer anderen Richtung. Ich fand die Show zuerst richtig gut und im Laufe der Review hat sie sich ein bisschen relativiert. Gleichwohl war sie eben unterhaltsam, weil eben einiges Neues gekommen ist, was man so in der Form nicht erwartet. Und das ist ja letzten Endes das, was uns in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gegen den Strich ging, dass es einfach eine Verwaltung war, ein Verwalten des Erfolges oder ein Abspulen der Shows. Bitte? Ja, es ist doch letzten Endes, es kommt ja nicht viel Neues und man spult die Shows teilweise so runter und in dieser Show war wirklich was drin. Es war mit den Diven was, es war dieses Triple Threat Match, das war ganz cool. Das Vertragsunterzeichnungssegment war in Ordnung. Das war in Ordnung, war eine der besseren Raw-Ausgaben auf jeden Fall, die wir in diesem Jahr hatten. Da lege ich mich auch genau wie du relativ fest. Damit sind wir durch. Ich wollte noch zwei Grüße absetzen und ich habe bestimmt wieder ganz viele vergessen. Auf jeden Fall wollte ich auf der einen Seite grüßen, einmal den YouTube-Wohlabonnenten UliseppTV, so heißt er. Er sagt, er hat noch Vergab sich keine auch.
Ja, du auch, ne? Du hast mit ihm auch ein bisschen geschnackt, glaube ich. Und Streak Taker, der ist auch beim YouTube-Account dabei, der schreibt auch immer sehr, sehr viel. Also euch beide an dieser Stelle ganz große und liebe Grüße von Jens und von mir. Ferner grüße ich noch The Wall 13 wegen seinem Post heute um 19:27 Uhr im Raw Review Thread. Das war eine runde Sache. Und damit bin ich mit meiner Grußorgie für heute durch. Jens. Ich frage mich gerade, ob ich auch noch jemanden grüßen sollte. Aber fällt mir ein. Ich grüße einfach mal den Startseiten-User Marsin, weil der, glaube ich, unter jeder Review was schreibt. Und wenn es nur ein Danke ist. Ja. Aber auch für ein Danke gibt es ein Danke oder einen Gruß in dem Sinne. Ja, und mehr weiß ich gerade nicht. Ich glaube, wir haben Alles klar. schon die Überlänge, von daher. Ich denke auch, wir sind wieder gut dabei. Insofern schließe ich mit der philosophischen Weisheit der Woche: Männer und Frauen oder Frauen und Männer, versucht, eure Tage mit Leben zu füllen und nicht euer Leben mit Tagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir auch eine Pay-Per-View-Preview. Es sieht derzeit alles danach aus. Roundtable kommt Ja, auch. und es bleibt dabei, ne? He's coming und so. Irgendwann wird er coming. Genau. Aber wir sagen euch nicht wann. Hört rein, bleibt bei uns, wir bei euch. Bis dann. Tschüss.